Es duftet nach frischen Knödeln. In der Küche des Median-Reha-Zentrums Kusa Plateau strengen sich alle an, um den fast 1000 Patienten den Aufenthalt zu versüßen. Denn wer krank ist, braucht nicht nur medizinische und seelische Hilfe. Wichtig für die Erholung ist auch, dass etwas Leckeres auf den Tisch kommt. Schließlich dauert ein Aufenthalt im Plateau mindestens 3 Wochen. Jeden Tag wird von den fast 90 Mitarbeitern etwas anderes gekocht. Es gibt keine Zentralküche, die alle Kliniken versorgt. Jede der 5 Kliniken des Median-Reha-Zentrums verfügt über eine eigene Küche. Küchenleiter Karl-Josef Köhn hält seinem Arbeitgeber schon lange die Treue. Das Betriebsklima, unsere Führung ist sehr angenehm zu uns Leuten. Wir können frei entscheiden mit Frei- und Urlaubseinteilungen. Dem Patienten scheint es jedenfalls zu schmecken. Auf den anonymisierten Fragebögen, die sie während ihres Aufenthalts ausfüllen, bewerten sie das Essen seit dem Jahr 2003 durchschnittlich mit der Note 1,6.